Min-Min. Basically ein Sortie. Zumindest mit Disjoints. Ich denke, die schlägt sich auch gut gegen Ike, wenn ich es so sagen müsste, weil sie halt ihn outranged erstmal. Ike langsam ist. Nicht der am schnellsten fallende Charakter und sie kann seine beiden Recovery-Optionen gut punishen. Also jetzt, wenn wir von Side B und Up B reden, er dodgt natürlich auch immer da. Wenn er denn hoch genug kommt. Was gegen Min Min auch gefährlich sein kann. Mit Ram Ram. Ja. Au, gut getaggt. Hätte er das nicht get also hätte Vince das nicht getaggt, dann wäre das ein Free Dragon Hit gewesen mit Laser. Jetzt bin ich wieder da, ich muss Willkommen kurz zurück. wirklich was schreiben. Oh, schöner Juggle. Der killt auch noch. Danke, PS2-Plattform. PS2-Plattform, der beste Freund für Vince. Auf jeden Fall. Oh, Abi, um durchzuarmorn. Geile Option halt. Das ist halt noch besser als normale Abis out of Shield, finde ich. Weil du das Timing halt ein bisschen verfehlen kannst, sozusagen. Und trotzdem noch Hill triffst. Und das killt schon wieder! Alter! Also, dafür, dass ich gesagt habe, dass das wahrscheinlich gut für Min Min aussieht, sieht das gerade ganz, ganz anders aus. Der Trade. Aber Vince kommt noch zurück, ja. Megawatt war aktiv. Und hat der Dragon Arm getroffen oder wie? Ja. Der Vince schon fast den Gnadenstoß gegeben hat. Okay, ich dachte, er ist so richtig am Kochen gerade verfolgt. Es kann da offstage, aber. Oh, Ledge-Trump-Versuch, aber leider kein Erfolg und die Und Fair. aber der. Und jetzt. Ah, Ey, die ich dachte, Abi er ist so geht einfach gut. offstage. Ich hätte auch gedacht, geht offstage Abi Spike. Ah, oh, Vince macht das aber auch so gut. Er lässt sich gar nicht edgegarnen. Der stirbt immer noch nicht. Der hat so ein gutes DI, der Vince. Oh, wartet hier ein bisschen. Schon wieder kein Ledge-Trump, aber das ist jetzt der Ja, Kill. Okay. aber ja, der Megawatt hat. Lässt er sich cheesen? Nein. Okay, ich dachte gerade, der Air-Dodge wird abgefangen. Aber nope. Oh, das ist jetzt ungünstig. Jetzt muss es kann da die Situation ausnutzen, wollte ich sagen, aber mein Gedanke war zu stark. Der Jinx komplett aktiv und hat Eskander das Game gekostet. Ja, aber man hat halt jetzt zumindest im letzten Stock auch gesehen, dass Eskander das drauf hat, Vince mit Ike hier richtig hart im Disadvantage zu halten. Er konnte das halt leider doch nicht so ganz nutzen. Deswegen bin ich halt gespannt, ob jetzt noch ein Character-Pick kommt. Okay, die Charaktere stehen. Leider sieht man jetzt nicht direkt, was Eskander gewählt hat, aber kann sich nur um Sekunden handeln, die Bans schon durch sind. Oh, Samus, okay. Okay, also die Samus von Eskander haben wir jetzt ja auch mehr gesehen. Ja. Ich denke, das wird sich auch. Oh ja, auf Yoshis vor allem. Auf Samus bester Yoshis. Stage. Ja. Oh,
Ja, aber nicht, wenn er die Abis so misst. Ja, das wäre dann kritisch. Vor allem, wenn er nicht mal auf der Plattform kommt. Dass er nochmal einen Grab machen kann into Downthrow, Up-Air, Up-Air, Up-B-Kill. Ich glaube, Vince wird sich auch nicht davon treffen lassen. Ja. Er wird auf jeden Fall versuchen, den Abstand zu halten, wenn die unter der mittleren Plattform sind. Ja, man sieht das. Er hat super viel Respekt hier. Ja. Und das Spacing ist halt echt gut von Vince. Weil es kann auch misst die ganze Zeit schon die Uppies. Ah, Combo ja, halt auch nicht aus dem Chat und dann wird er halt einfach. Ja. 25% nur auf Vince. Und wir müssen halt beachten, ne? Also klar, Samus killt hier gut nach oben, aber auf PS2 hat Vince Eskander jetzt zweimal nach oben gekillt, was hier deutlich schneller gehen will. Mhm. Also wenn er die Combo Extension bekommt, der hat einen Jab into Grab. Der Samus ja. Classic. Er springt rein, nein! Samus Classic habe ich sehr oft bei von Basti abbekommen. Ja, der macht das echt oft. Das ist der Stock. Und es klappt auch sehr oft. Mhm. Ja, und du darfst halt nicht paniken dagegen. Ja, man darf. Oh oh. Okay, nee. Das, was man halt machen muss, ist einfach versuchen abzuwarten mit. Und dann nochmal, also abzuwarten und dann halt noch Spot dodgen. Nee, du darfst ja nicht warten, du musst halt direkt Spot dodgen. Von Scrap sieht dich ja. Ja, ich meine halt den Spot dodge machen, wenn sie fort den Grab zu machen, so meine ich das halt, ja. Ach so. Weil das Ding ist halt auch bei, wenn man halt ja Jab macht, kann man ja auch ein bisschen warten, um halt den Spot dodge auch noch halt zu readen. Wenn beispielsweise der Gegner halt weiß, yo, also wenn die Samus halt weiß, ja, er wird gleich direkt Spot dodgen erstmal ab, ja. Achso, ja, das natürlich, aber da musst du den Gegner aber erstmal konditionieren zu Spot dodgen. Ja. Und so oft kommt diese Position, diese Situation auch nicht vor. Ja, ja, okay, true. Oh, ist das der Kill? Aber der killt nur nicht. Aber Charge. Ah, nein, der ist nicht gesprungen. Vince, um die Side B abzufangen. Vince ist halt doch schon über den Charge gekommen. Ja. Und Vince tötet die wieder mit der Dash Attack auf der rechten Seite der Stage. Springt hier schön über den Charge Shot drüber. Phoenix Journey Dash Attack. Ah! Ja, das ist ein Problem gegen Samus. Wenn die oft fair macht, was viele Samus machen, um halt diesen Jump zu Call-Outen, den viele Leute machen wollen, um ihre Aerials zu spacen. Oder generell dann Aerials machen. Und, ich hätte gedacht, es kommt auf Stage. Na, das ist so riskant. Ja. Und das ist der Kill. Aber, ja, ne, so ab. Ja, die Story. Sehr gut. Vor allem Two-Stock ist halt krass.